Kapfenberg, Böhle Edelstahl. An einem der wohl heißesten Orte am Werksgelände ist er tätig. Mein Name ist Thomas Fasching, ich bin 16 Jahre alt und ich bin im zweiten Lehrjahr als Metallurgie- und Umformungstechniker. Der Metallurgie- und Umformtechniker ist sozusagen der Nachfolger des Hüttenberg-Schlossers. Nach der Grundausbildung in der Lehrwerkstatt ist Thomas nun im Mehrlinienwalzwerk tätig. Genau genommen in der Kastenschlosserei. Und was er hier tut, ist enorm wichtig. Warum? Dazu schauen wir noch einmal in die Produktionshalle. Hier werden Halbzeuge für die Weiterverarbeitung hergestellt. Zum Beispiel Stabstahl, Flachstahl oder eben Draht. Daraus werden zum Beispiel Sägeblätter hergestellt. Aber auch die Energie- oder die Automobilindustrie benötigen die Stähle, die hier produziert werden. Mit den Walzen wird der Stahl in die richtige Form gebracht. Die Rollkästen lenken ihn dazu in die richtige Bahn. Circa 30 solcher Kästen sind auf der Strecke im Einsatz und die müssen regelmäßig kontrolliert werden. Mindestens einmal pro Schicht wird jeder Kasten gewechselt. Der kommt dann zu Thomas in die Kastenschlosserei. Hier werden die Verschleißteile überprüft und ausgetauscht. Also ich habe gerade die Kästen gewechselt, also die Rollen. Da habe ich zuerst die Spind ausgezogen, dann die alten Rollen ausgezogen. Dann habe ich den Kasten mal geputzt. Dann habe ich eine neue Rollen geholt. Dann mal überprüft, ob die Lager eh alle in Ordnung sind. Dann die Lager in die neuen Rollen rein. Und dann habe ich die neuen Rollen in den Kasten rein. Die alten Rollen werden gewaschen und kommen in die Dreherei. Dort werden sie nachgedreht und kommen dann erneut zum Einsatz. Ohne die Instandhaltungsarbeiten der wertvollen Mitarbeiter würde auf der Strecke wohl Stillstand herrschen. Thomas' nächste Station ist das Sonderstahlwerk. Hier werden, wie der Name schon sagt, Sonderstähle hergestellt. Spezialanfertigungen zum Beispiel für die Ölindustrie, die Luftfahrt oder die Medizintechnik. Metallurgie- und Umformtechniker setzen Legierungselemente zu, um die entsprechende Qualität der Stahl- und Sonderwerkstoffe zu gewährleisten. Das regelmäßige Entnehmen von Proben gehört dann ebenfalls zu Thomas' Alltag, genauso übrigens wie das frühe Aufstehen im Schichtbetrieb. Alles in allem sicherlich kein Zuckerschlecken. Was sollte man denn für diesen Job mitbringen? Ja, ein Ehrgeiz halt, dann man muss es wirklich wollen, man muss hilfsbereit sein, man soll also nicht vor der Arbeit wegschrecken oder irgendwas, man muss... Wenn man ins Stahlwerk will, muss man Hitze aushalten können und brav sein. Halt. Bei Thomas liegt die Liebe zum Beruf wohl in der Familie. Sein Vater ist Hüttenwerkschlosser. Die Lehre hat er bis jetzt nicht einen einzigen Tag lang bereut. An der Arbeit danken wir die Arbeitskollegen. Die danken wir, also ich habe neue Freunde gefunden. Dann die Berufsschule ist super. Dann ist das Arbeitsklima ist auch voll cool. Und ja, man hat auch eigentlich immer Spaß. Na dann, wir wünschen dem jungen Mann alles Gute für die Zukunft.